herzlich willkommen zu Fellerock, meine Musiktipps zur Apokalypse, Ausgabe 112! 112, wer hätte das gedacht? Nehmt bitte Platz an meiner Theke. Ich habe wieder ein bisschen was für euch zusammengestellt. Nein, das ist eigentlich der Standardspruch sonst. Heute haben wir einen Gast und zu dem kommen wir aber gleich. Wir müssen erstmal so ein bisschen das Geschäftliche regeln, so ein paar Hinweise in eigener Sache. Und zwar habe ich jetzt gerade wieder mal eine kleine Pause gemacht, meine übliche Osterpause, und die ist auch eine Woche länger gefallen aus privaten Gründen. Und daher macht es einen totalen Sinn, wenn ihr ein Abo abschließt. Wenn euch gefällt, was ich hier so treibe auf meinem Channel, dann schließt einfach ein Abo ab. Dieses Abo ist absolut kostenlos. Ihr bedient diese Glocke und dann bekommt ihr auch immer eine Info, wann eine neue Folge hochgeht. Das ist eine Win-Win-Situation. Ihr helft mir ein bisschen beim Wachsen des Kanals und ihr verpasst keine Folge mehr. Jawohl, so ist es. Und wenn ihr Völlerockt teilen wollt, einfach bitte, ich blende es auch nochmal ein, immer schön Hashtag Völlerockt, Hashtag Völlerockt benutzen. Das bringt was, das bringt mir was. So, das war jetzt die Einleitung, habe ich auf meinem Zettel. Ich bin, ihr wisst es, immer ein bisschen nervös, wenn wir hier einen Gast haben. Ich bin ja alleine. Ich finde es halt einfach immer noch geil. Ich bin schon lange in diesem ganzen Musikding mit dabei, dass jemand den Weg nach Rüdesheim an reinmacht, in meinen Metal-Keller. Das ist der absolute Hammer. Das ist für einen Musikfan, für mich eigentlich fast das Größte. Und in diesem Sinne begrüße ich heute von Wandenblast den Andi Kunz. Herzlich willkommen. Hallo. Freut mich sehr, Felle. Vielen Dank für die Einladung. Da kann ich nämlich mal gleich eine Frage stellen. Du warst ja auch schon Gast im Metal-Keller-Podcast. Ja. Bin ich eigentlich generell so Host. Also mit ist das ein richtiger Metal-Keller? Nee. Ich glaube, der Otti verzeiht mir, wenn ich das preisgebe. Nee, ist kein richtiger Metal-Keller. Ah, okay. Der macht das sensationell. Ja, ich finde eine tolle Sendung. Ich lege euch auch mal den Link unten rein. Das ist auch noch ein gutes Stichwort. Alles zu Wandenblast, zum Andi, zum neuen Album, das am 19. April erscheint. Links unten in der Videobeschreibung als zusätzliche Info und auch zum Metal Keller. Ja, wir haben uns schon mal zu einer Tasse Kaffee zusammengesetzt, aber trotzdem muss man das immer alles so ein bisschen auflockern. Und wenn ich dich hier habe, sollen wir mal anfangen, über den FCK zu sprechen? Gerne, ich stehe für alles zur Verfügung. Ihr habt ja jetzt die große Chance, den Investore Club das Double zu versauen. Schauen wir mal, ja, es ist, wenn man ehrlich ist, fast unmöglich. Ne? Also Die Leverkusener sind so stark dieses Jahr, denke ich eher mal, dass wir da weniger eine Chance haben. Wenn wir es schaffen, vielleicht über 90 Minuten das 0-0 zu halten und dann noch so ein bisschen träumen dürfen, das ist, glaube ich. Ja, das könnte sein. Aber man hofft. Man weiß es nicht, ne? Ja. Vielleicht schalten die irgendwann ab, ne? Ja, keine Ahnung. Die Musik hält ich ja momentan, ja, eigentlich dein Leben lang gut auf Trab und aktiv sowieso, also momentan ganz viel, oder? Ja. Also einiges in Planung schon. Ja, 19. Das neue Album. Das neue Album, ja. The Empyrean Equation of the Long Lost Things. 4 Jahre hat es jetzt gedauert bis zum neuen Album. Es war natürlich auch ein bisschen geschuldet Corona, muss man sagen. Da hat uns das Theater über Wasser gehalten, aber die Chance gehabt, nochmal eine Rockoper zu schreiben, eine Auftragsarbeit für das Tiroler Landestheater, für Münster, Theater Münster und Theater Kaiserslautern, und sind dann getingelt. Das hat uns tatsächlich, weil das war einfach Corona zu überstehen, war am Theater einfacher als freischaffender Musiker, als Band. Und deshalb dauert es jetzt, hat es ein bisschen länger gedauert. Dann hat sich Günter Werner von uns getrennt nach 35 Jahren. Mussten wir einen neuen Keyboarder suchen, und da hat Stefan und ich haben uns entschieden, dass wir zwischendurch nochmal so die alte Liebe, dieses AOR-Rockfass aufmachen, sagen wir so, wie wir angefangen haben mit All My Shadows, und da sind wir auch ganz stolz, haben wir schon eine schöne Platte geschmiedet. Und jetzt dann, nachdem wir klar waren, wer der neue Tastenmann ist, eben auf Tour, wollen wir auf Tour, und haben dann einfach wieder Lunde geworden, haben gesagt, jetzt wird eine neue Platte produziert, damit es gut vorbereitet ist, weil die anderen zwei Platten sind zu lange her, das muss man ehrlich sagen. Jeder hat gehofft, dass wir mit The Ghost Experiment 1 und 2 irgendwann auf Tour gehen, aber das ist eben zu lange her. Da werden sicherlich Highlights draus gespielt werden,
Aber es muss was Neues, neues Produkt und dann macht es eh Sinn. Ja. Jetzt muss ich dem Gast gerade mal hier nochmal ans Hemd greifen. Ja. Will da gerade nochmal so ein bisschen höher gehen. So, wunderbar, das gefällt mir so besser. Ja, also ich gehe auch immer davon aus, hier werden Leute zuschauen, die den Andi kennen, die Wandenblass kennen, aber ich gehe auch davon aus, dass einige Leute hoffentlich zuschauen, die Wandenblass entweder gar nicht oder nicht so kennen. Und da wollen wir auch mal versuchen, so ein bisschen. Andi hat es eben schon angestellt, was neu ansteht, aber ich möchte da immer auch gerne mal so ein bisschen back in time gehen. Und deswegen machen wir erst nochmal einen kleinen Rückblick und alle auf die anderen Sachen, die der Andi eben schon angeschnitten habe, kommen auf jeden Fall nochmal genauer. Ich habe nämlich nochmal nachgeschaut, auch, naja, 86 habt ihr euch ja gegründet. Und Color Temple wurde 94 erstmalig veröffentlicht, Eigenregie. Ja. Genau. Und dann ein Jahr später mit Dream Circle, oder mit Dream Circle Records. Genau, ja. 95. Bergfleet. Genau. Aber mir ist sofort ins Auge geschwungen, 30 Jahre Wandenblass-Veröffentlichung. Jetzt frage ich bestimmt nicht, gibt es irgendwas zum Jubiläum? Mhm. Ist dir das bewusst, dass das 30 Jahre sind? Und was? Weil du immer wieder über Facebook daran erinnert wirst, dass ein Album schon 28 Jahre ist oder so. Ja klar, aber bewusst ist es nicht, weil die Zeit fliegt tatsächlich. Ist Wahnsinn. Ja. Also gerade wenn du im Rockbereich, Rockmusikbereich unterwegs bist und wir haben ja dann auch jetzt ein zweites Standbein im Theater. Das ist so ein Kommen und Gehen. Leider werden die Feste oftmals nicht so gefeiert, wie sie fallen, weil schon gleich wieder das nächste ansteht. Aber das ist wirklich die Zeit, die rennt. Es ist sehr, sehr schnelllebig und die 30 Jahre. Ich finde es Wahnsinn, 30 Jahre. Weil ich habe nämlich noch hier, also auch mal zur Info, ich kenne die Band schon aus dem Demo-Stadium her. Und ich habe hier sogar noch in meinen Unterlagen, typisch deutsch, alles genau aufgehoben. Ich habe hier noch ein Original-Promo-Schreibe von damals. Nee. Hier mit dem Teil. Ich werde euch das abfotografieren. Ihr werdet das dann größer hier sehen. Das habe ich damals... Mit Clip-Clap, Wahnsinn, Schülerferienfest. Ja. Also richtig oldschool. Ja. Und die Band hatte mal in Rüdesheim am Rhein gespielt. Yes. Und da habe ich sogar noch den alten Vertrag da davon, von dem Auftritt damals. Also wir machen hier richtig back in time. Da haben wir mehr Geld gekriegt. Ach, der Stefan hat unterschrieben, das Geld habe ich nie gesehen. Drama. Ja, und die haben in Rüdesheim gespielt und ich habe damals in einem Plattenladen gearbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich an die Band gekommen bin und habe dann auch in eigentlich in Kommission Demo verkauft und so weiter. Das Demo habe ich sogar auch noch hier. Nee. Ja, also da ist es auch noch. Da haben wir hier so ganz schön oldschool. Da ist ja nur eine Nummer drauf, Days of Thunder. Ja, vermutlich, weißt du. Ja. Nee, warte mal, ist hinten drin, stopp. Machen wir es hier, da. Ich habe mal gedacht, das interessiert doch einen. Darüber redet doch kein Mensch mehr. There's a Fire, das kenne ich überhaupt gerne mal. Weil in der Lumberkette, There's a Fire. Okay, geil. Und ich habe dann im Plattelade in Kommission das Zeug verkauft und bin abends, wenn ich ausgegangen bin, habe schon Tasche dabei und habe die Leute quasi die Demo-Tapes aufgeschwätzt. Und als sie dann in Rüdesheim, und das war halt, als Rüdesheim gespielt haben, habe ich Flyer entwickelt. Die habe ich dann so selbst zusammengeklebt, das hat man dann kopiert. Das waren dann original Wandenblass-Flyer, die ich hier verteilt habe. Okay, 30 Jahre. Sensation, das ist 34 Jahre. Ja. Sensation, ja. Kann ich wirklich noch gut daran erinnern. Da hat im Hajus Bierakademie hat damals der Andreas Linn, unser Schlagzeuger, seine langjährige Freundin kennengelernt. Okay. Ja. Bettina, aber nachher mal so. Und damit es da keine Schwierigkeiten gibt, weil ich mal für die Band Sachen verkauft habe, ich habe sogar noch die Bankbelege, wo ich dann Geld überwiesen habe. Ja, also richtig deutsch, also richtig schön aufgehoben und so weiter. Und und ich habe mir gedacht, das muss ich einfach mal zeigen, dass so ein Krempel noch da ist, dass es Bekloppte gibt, die sowas aufheben. Unfassbar. Ja, hier ist so ein Brief vom Stefan und so weiter und also hier ist ein Brief von mir an den Stefan und Kopie, habe ich mir eine Kopie gemacht und bei mir abgeheftet. Ach, und noch mit der Schreibmaschine. Mit der Schreibmaschine. 10 Stück Maxi-Single von Blass. Fire. Ja, damals ging noch was über den Ladentisch, ne? Ja. Also es wurde gut verkauft. An bei 40 D-Mark für 4 verkaufte Fantenplastik. Ja. Dann können
wir ein oder auch zwei Bier zischen. Ja, wenn wir uns mal treffen. Das ist ganz wichtig. Das machen wir heute nach. Ja, das war also auch mal so ein, wo ich mir dann auch selber bei dem, als ich es jetzt gestaltet habe, ich mir auch mal eingefallen, da war doch noch so ein alter Ordner. Ich musste eigentlich Gitarre selbst erstmal wieder draufkommen, dass ich das noch habe. Und bei diesem ganzen Forschen natürlich war natürlich auch, ist mir auch aufgefallen, mit Color Temple ist für mich halt ein ganz wichtiges Album, weil ich damals die Band so kennengelernt habe. Mhm. Das, ich weiß nicht, ob der Zusammenhang, ob man den jetzt alles, das wurde ja auch sofort in Italien und in Frankreich lizenziert. Das war zuerst in Frankreich, dann ging es nach Deutschland, dann hatte der Ole so rum sogar. Ja. Da hatte Ole Bergfleet, der war ein guter Freund damals vom Olivier Garnier. Mhm. Olivier Garnier war der erste Mensch, der musikalisch tatsächlich in größerem Rahmen an uns geglaubt hat, aus Frankreich. Und dann lief eigentlich alles über Frankreich. Also die ganzen Promotouren waren auch dann in Paris. Da wurden teilweise die Journalisten aus Deutschland eingeflogen. Die ganze Promotour lief über Frankreich. Es war schon groß angelegt. Ja, und der Olivier war der erste, wo an uns geglaubt hat. Und dann haben wir über den Limp Schnorr kennengelernt, der das Ganze, die ganze Sache. Also, weil ich habe mir nämlich dann hier aufgeschrieben, war das Zufall oder war anscheinend von Anfang an ein guter Markt für euch da? Ja, in Frankreich. Das hat der erkannt, der Olivier Garnier. Und zwar hat er mich kennengelernt, gar nicht über Fantenplatz, sondern ich hatte noch ein Side-Projekt, bevor die erste Platte, also die Color Temple aufgenommen wurde, habe ich mit einer französischen Combo Lady Blush damals als Gastsänger. Ich habe da auch geschrieben, aber das war so eine Art Side-Projekt. Und die hatten ganz gute Kontakte durch einen Manager nach Frankreich. Und da haben wir ein großes Festival gespielt. Frag mich jetzt nicht genau, doch bei Grenoble. Und da hat UFO gespielt, Zodiac Mind Warp und FM. Und wir durften im Vorprogramm spielen. Mhm. Und da wurde vor den Shows, haben alle Bands gegeneinander Fußball gespielt. Mhm. Und das hat der Olivier Garnier, hat dieses Festival und dieses Fußballturnier ausgerichtet. Mhm. Und da bin ich ihm wohl positiv aufgefallen, nicht als Sänger, sondern weil ich viele Tore geschossen habe. Du hast ja Fußballgen in der Familie, ne? Ja. Auf jeden Fall war es dann so, also da war ich ganz gut abgeliefert, aber es war jetzt nicht ein weltbewegender Gig. Aber Jahre später hatten wir dann die Fantenplatz, die Color Temple im Gepäck und sind früher dann ja immer noch auf die Popcom gefahren, nach Köln damals. Ja, und haben dort irgendwie Leute gesucht und versucht im Grund den Labels das Ding irgendwie aufs Auge zu drücken. Und ich habe viele Kontakte vorher schon, hat viele Termine und irgendwie über die 3 Tage hat überhaupt nichts funktioniert. Wir haben 3 Tage, ich mit meinem besten Freund damals, im Auto gepennt. Ja, also war schon eine sehr spezielle Zeit. Und am letzten Tag hat mich einer dieser Labelchefs hat mich versetzt. Und da war im Grund schon alles ab. Also, die haben im Grund alles abgeräumt dort schon. Mhm. Und plötzlich steht der Olivier Garnier vor mir, der 2 Jahre vorher oder 1,5 Jahre vorher Lady Blush in Frankreich gemacht hat. Mhm. Und dann gucke ich den an und ich sagte, you are the football guy. Was? Und was ich dann da machen würde, dann haben wir uns unterhalten kurz und habe ich gesagt, ja, ich versuche hier mein Album an Mann zu kriegen. Fantenplatz, wie? Fantenplatz? Kenne ich ja gar nicht. Die ganze Zeit ging es ja immer nur für ihn. Hat er mich in Verbindung gebracht halt mit Lady Blush. Dann habe ich gesagt, nee, das ist meine Hauptband, ist eigentlich Fantenplatz. Dann habe ich das aufs Auge gedrückt und 8 Tage später habe ich einen Anruf gekriegt. Und da ist der Andreas Lill mit mir zusammen eingeladen worden nach Paris. Hat er uns die Flüge bezahlt. Und wir haben uns dann im Hardrock-Café getroffen. Damals hat der, wie heißt der jetzige Gitarrist von Whitesnake? Doug Aldrich. Ja, der hat dort gespielt. Mhm. Den hat er auch schon im Auge gehabt. Das ist ein Franzose, glaube ich. Ach, das ist schön. Ja. Und da haben wir uns das angeguckt und so sind die ersten Kontakte entstanden. Und dann hatten wir innerhalb von einem Vierteljahr hatten wir einen Deal. Mhm. Da haben sie vorher als Eigenvertrieb rausgebracht und dann wurde ein neues Plattencover entwickelt in Gold. Und dann hat er es rausgebracht und durch seine Connections hat er sofort das Ganze, das ist alt, oder? Ja. Ah ja, Sensation, ja. Ja. Und durch seine Connections, die er hat in Europa oder hatte, hat er uns mit Lim Schnorr bekannt gemacht und hat uns dann auch den Ole Bergfleet ans Herz gelegt. Mhm. Und der war damals bei SPV, Dream Circle, SPV wurde es erst vertrieben in Deutschland. Und dann ist es irgendwann, waren wir bei Intercord, keine Ahnung mehr, also es ist...
Also ich bin überhaupt jetzt platt, dass ich das überhaupt alles noch zusammenkriege. Ja, ich fing ja auch in den 90ern an zu touren und habe für Bands gearbeitet, als Merchandiser unter anderem. Und einmal bin ich ziemlich verschlafen in Lyon, aus dem Nightliner-Raum, Nightliner raus, in die Halle rein, gefrühstückt und habe mir dann Stagehands gesucht. Und da waren dann zwei im Wandenplatz-Shirt. Nee. Ja. Ah, ja. Und dann habe ich gesagt, die Jungs waren auch schon da. Frankreich ist es gut gelaufen damals. Ja, das stimmt. Ja, da muss man auch noch dazu sagen, es gibt nämlich, also... Jetzt überhole ich mich gerade selber. Wer hier öfters zuschaut, ihr wisst ja, ich Musik empfehlen und da mache ich ja auch immer vergessene Klassiker, vergessene Live-Alben. Zur Corona-Zeit die Empfehlungen, Live-Alben, damit man, habe ich empfohlen, damit man zu Hause Live-Musik hören kann. Und in dem Falle möchte ich das auf jeden Fall auch versuchen, in diese Sendung einzubauen. Und für mich ein ziemlicher Live-Klassiker, damals Spirit of Life. Blendet es auch hier nochmal ein. Und das wurde ja im LSE Montmartre aufgenommen. 2000 ist die veröffentlicht worden. Und ich war ja mal selbst mit Sabotage und Megadeth da. Und das hat mich immer beeindruckt, dass ihr da auch schon gespielt habt. Weil so klein ist das dann auch nicht. Und das ist doch ein ziemlicher Name, dieser Club. Und da gibt es ein wunderbares Live. Als Live-Tipp gebe ich euch das gerne mal an die Hand. Lohnt sich. Auch einen sensationellen Gast dabei. Ich weiß, da wäre ich jetzt auch. Ja, weil nämlich da habt ihr ja auch Kiss of Death mit dem Don Dobben gecovert. Ja. Und das war halt, daran merkst du halt, wie groß der Olivier Gangier generell in der Szene war. Der hat dann gesagt, also wir hatten ja vorher das Lied gecovert für die Platte. Mhm. Für welche waren das eigentlich? War, glaube ich, für die Far of Grace hatten wir es. Müsste für die Far of Grace sein. Würde zeitlich passen. Ja. Und dann hieß es dann, wenn ihr das Lied spielt, dann stelle ich den Kontakt zum Don Dobben, zum Management her, dass der hierher kommt und so weiter und so fort. Dann haben wir zwei Tage mit ihm, auch Fotosessions, und dann waren natürlich die ganzen Magazine waren da, hier mit Don im Magazin. Und dann hat er tatsächlich das Ding als Duett performt. Und wir hatten damals auch noch einen Patrick Rondard, der Gitarrist von Jean-Michel Jarre, hat da auch noch mitgespielt. Ja, das habe ich mir nämlich auch nochmal notiert und das zeigt diese Verbindung zu Frankreich. Ja. Und ich bin ja sehr schnell dabei, weil ich ja immer so ein bisschen hartere, dass wir in Deutschland eher Schnappi und das Krokodil auf Platz 1 haben oder in den Top 10 Klingelingen kommt der Eiermann, behauptet ja, Rock'n'Roll ist bei uns nicht zu Hause. Ist das dann wieder so ein Gefühl, der Prophet im eigenen Land, der nix irgendwie, oder ist das so hochgehängt? Ja, also das war, am Anfang war es so, hat es natürlich dann gedauert, bis Deutschland nachgezogen hat. Ne? Das ist klar, aber im Laufe der Jahre, muss ich sagen, ist die Fanbase in Deutschland auch gut geworden. Und dann, aber es hat sich alles aus Frankreich entwickelt. Aber ich glaube, es hat uns gut getan, weil viele wissen das noch oder haben es noch irgendwo in den Genen, dass wir erst woanders bekannt waren und dann hier. Mhm. Also hier bekannt zu werden und dann rauszukommen, ist, glaube ich, schwerer, wenn du von außen kommst, wieder zurück nach Deutschland und dann spread. Weißt du, was der Effekt ist? Was denn? Also die wussten nicht, dass ihr aus Deutschland seid und dann war es nichts Deutsches und dann könnte es gut sein. Genau, wegen Pfannenblass gedacht, wir in Holländer. Ja, irgend sowas, die Krokettehersteller oder was weiß ich, ey. Ja, da bin ich halt schnell. Aber das ist ja auch, und da will ich ja auch nochmal drauf kommen, das will ich aber jetzt schon mal, deswegen habe ich zum Beispiel All My Shadows sofort verstanden, weil ich auch von ganz am Anfang Wandenblass schon immer diese Dockenriffs gehört habe. Ja, das ist halt so. Und damit erklärt sich auch der Link, warum All My Shadows so viel Sinn gemacht hat, sich auch mal mehr dieses Riff-basierte gegen das, sagen wir mal, theatermäßig aufgebaute Progische. Ja. Und da kommt die Liebe, glaube ich, her. Ja, natürlich. Also haben wir angefangen. Dann hat sich Fantenblass entwickelt, natürlich aufgrund dessen, dass wir in den Theatern gespielt haben, mit großen Orchestern. Und dann entwickelten sich Skills und dann plötzlich hat man auch die Fähigkeiten, die ganzen Gedanken, die man hat, auch umzusetzen irgendwo letzten Endes, ne, auf Platte. Und dann hat sich Fantenblass von dieser Ur-Fantenblass so ein Stück weit wegentwickelt. Deshalb war diese Songs, die wir geschrieben haben für All My Shadows, die wären ja auch gut gewesen für jede andere Platte, aber sie haben einfach zu Fantenblass nicht mehr so gut gepasst. Und dann war unsere Idee, komm, lass uns mal was ganz anderes machen. Und so war die Idee geboren. Mhm. Ich will sogar noch mal ein Stück weiter in der Vergangenheit gehen, weil ich auch immer gern möchte, dass die Leute den Gast auch irgendwie kennenlernen. Wo kommt der her? Was macht er? Warum macht er das? Damals bei diesem Auftritt in Rüdesheim, da stand ich dann mit einem Kumpel zusammen und da meinte ein Kumpel dann zu mir, ey, was ist denn das für ein Sänger? Was hampelt denn der da so rum? Hab ich das damals, ja. Und da habe ich dann gesagt, das mag sein, aber das passt zur Musik. Okay. Das war da habe ich damals schon diese Theatralik, Theatralik gesehen. Und das stellt mir heute eigentlich dann die Frage, oder heute möchte ich gern wissen, woher hast du das? Wo ist dein Einfluss? Wer in der Familie
Hat ihr musizierende Eltern, rock'n'rollische Onkel, Nachbarsjunge mit der Heavy-Metal-Sammlung, der dich... Wo kommst du da ein? Wie bist du da hingekommen? Was waren da so deine ersten Berührungen? Wenn jemand musisches Talent hat in der Familie, dann ist es meine Mama. Mhm. Weil die hat das auch nie groß gemacht. Die hat Mundarttheater gemacht und so. Und damals, also ich erinnere mich so zurück, so dumpf, und ich kenne da ja auch noch die Geschichten, die ich dann immer wieder erzählt kriege, wenn man zusammensitzt. Bei jedem Geburtstag? Was ich da teilweise auf der Bühne getrieben habe. Ich kann deinen Freund gut verstehen. Wahrscheinlich bin ich wirklich rumgehampelt damals. Ohne die Skills, die vielleicht mittlerweile sich entwickelt haben, musste ich vielleicht mehr gestikulieren als singen. Das war vielleicht auch die Chance. Aber natürlich, dieses Theatralische ist in mir drin irgendwo. Aber wo das jetzt genau herkommt, meine Mutter hat mir das nie vorgelebt. Ne? Also, ich wollte Musiker werden, also Fußballer können wir nachher noch mal kurz anreisen, aber ich habe dann tatsächlich 3 Jahre Akkordeon gelernt und habe meinen Opa, der mir das Akkordeon gesponsert hat, habe ich dann irgendwann gefragt, nachdem ich die Peter Frampton Comes Alive gekauft habe, mit 14, und die hat mich so fasziniert, habe ich gesagt, du Opa, wie sieht denn das aus, das Akkordeon könnte ich verkaufen, ich würde gerne Gitarre lernen. Dafür mir die Gitarre leisten. Da hat er mir noch ein bisschen was draufgelegt. Mach du, wie du denkst. Ich will nur, dass du Musik machst, dass du glücklich bist. Opa, der Eugen. Sensation damals, also schon. Ne? Dann habe ich Gitarre gekauft und habe gedacht, jetzt wäre ich weltbester Gitarrist. Mhm. Und dann war irgendwie klar, Finger sind zu krumm, sind sie heute noch. Ich kann nicht schnell greifen und so. Und da haben mir dann profunde Gitarristen geraten, aufzuhören, Gitarre zu spielen. Und da ich ab und zu mal dazu gesungen habe, dann konzentriere ich lieber auf Singen, und so bin ich dann umgeschwenkt von Gitarre. Aber eigentlich hat mich Peter Frampton zur Rockmusik halt gebracht. Okay. Ja, so Metal-Sozialisierung, Hardrock-Sozialisierung, Metal ist gar nicht so meins, okay. Ne? Obwohl ich einen Metal-Kenner kenne. Ja, ja, also hatte ich schon mal einen hier so sitzen. Nee, ist gar nicht meins. Ich komme eigentlich von was ganz anderem. Also Genesis, alten Genesis, okay. Pink Floyd. Ah, ja. Ich komme aus der Richtung Kansas Styx. Also immer, wenn Rock, dann schon so Art Rock. Immer. Verstehe. Und ich kann dir gar nicht sagen, woher das kommt. Aber dieses Fable, dieses, wie du schon sagst, dieses Theatralische irgendwo, das fand ich immer geiler und sehr harmoniebedürftig irgendwo. Ne? Also das ist große Hymnik mit dabei ist und so, das versuchen wir ja auch auszuleben. Und die Härte bringt Stefan rein. Ich versuche das Ganze zu kombinieren mit den Gesangslinien, die ich entwickle, dass das Ganze dann letzten Endes harmonisch und mit guten Hooks gespickt ist. Und so erste Bandsversuche und so weiter, was gibt es da was zu erwähnen? Gibt es da was zu verschweigen? Nee, wenn dann erwähnen wir heute hier alles. Heute alles, jetzt machen wir uns nackig. Wir kennen uns so lange. Nee, da können wir ruhig. Wir sind ja auch unter uns hier. Ja. Nee, es ist tatsächlich so, ich habe immer schon ein Faible gehabt für eigene Musik, auch wenn ich es damals nicht richtig konnte. Wir haben angefangen mit einer Band, die hieß Rockzock. Das war eine Mischung aus Punkrock und Folk mit pfälzischen Texten. Mhm. Und damit habe ich angefangen, das 2 Jahre gemacht. Wir haben auch relativ oft gespielt, auf Altstadtfesten und so. Und irgendwann hat mich der Andreas Lill, das ging dann relativ schnell, von Pfandenplatz eben, war der Gründer von Pfandenplatz, oder ist mit mir dann Gründer von Pfandenplatz. Damals war er Schlagzeuger bei Exodus. Den Namen, den musste man natürlich dann zwangsläufig irgendwann ändern. Und der hat mich dann gesehen, hat gesagt, ja, der Hampelmann da vorne, der passt bei uns ganz gut rein. Und dann habe ich da angefangen und dann hat sich das langsam entwickelt. Dann hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Ganz genial ist eigentlich, was viele nicht wissen, der Stefan Lill, der kleinere Bruder von Andreas, der war gar nicht in der Band von Anfang an. Der war ja auch viel zu jung im Grunde. Ne? Der saß aber, seit er 13 war, saß er immer bei jeder Probe auf der Couch und hat uns zugeguckt. Irgendwann war es so, ist unser Gitarrist ausgestiegen, ne, kurz vom wichtigen Konzert. Ich glaube, es war sogar die Stadtsparkasse hat einen Preis ausgeschrieben. Irgendwie waren da unter den letzten 10, die da hätten irgendwie was gewinnen können. Gab es ja dann immer, der erste Preis gewinnt ein Demo in dem und dem Studio. Das war immer scheiße, okay. Aber du hast halt mitgemacht. Ne? Und der Gitarrist verloren, und du hast ja bloß 3-4 Songs hast du spielen müssen, und dann hatte Stefan plötzlich gesagt, ah ja, ich kann die spielen. Mhm. Und hat er, ohne dass wir das überhaupt wussten, oder der Andreas wusste natürlich schon, dass der Stefan sich eine Gitarre gekauft hat und dann Gitarre spielt,
Aber ohne dass ich es wusste, hatte Stefan abends sich hingehockt, hat das ganze Zeug, was wir vorher geprobt haben, selbst nochmal durchgespielt. Ja? Und war dann wirklich fit genug, um dabei bei diesem Wettbewerb mitzuspielen. Mhm. Und ab dem Moment war klar, er war damals noch kein starker Solist. Da haben wir dann am Anfang haben wir einen Gitarristen noch mit dazugenommen als Gast, der eben richtig geile Solis gespielt hat. Aber auch der hat immer von Anfang an schon zu ihm gesagt, nee, der hätte es auch selbst stemmen können. Das ist, mhm. war so authentisch schon und so gut, hat schon so seinen eigenen Klang gehabt. Ja, und so ist er dann herangewachsen und hat sich eben nicht nur als sensationeller Gitarrist entpuppt, sondern als wahnsinnig guter Songwriter. Mhm. In dem alten Promo-Schreibe, das ich eben hatte, da ist noch ein Anhang drin mit einem Zeitungsartikel. Da wird ein Wettbewerb erwähnt, bei dem wurdet ihr Vierter. Und ihr wart über den vierten Platz sehr zufrieden, weil die ersten drei Plätze waren nur so, ich sag's jetzt mit meinen Worten, Weicheiermusik. Ja, gekauft. Ja. Nee, das Ärgerliche war eigentlich sogar, dass der dritte Platz hätte ja noch was gewonnen. Und der erste Platz war halt ein total Beschiss, weil man musste starten mit eigenen Sachen. Mhm. Und es war eine Band, die hieß Junk. Und die haben für uns in Deutschland damals unbekannte amerikanische Klassiker einfach gespielt. Mhm. Ich kannte die ganzen Songs. Mhm. Ja, und hab dann dem Veranstalter gesagt, ey, das sind alles keine eigenen Songs. Und die kannten die nicht. Oh. Damals gab es noch kein Internet, konntest du nicht so richtig Deutschland, gucken, kein Rock'n'Roller. So, ja. Ja, die hatten halt Chuck Berry, Jerry Lee Lewis. Ja. Und wir hatten halt Peter Krause und Ted Herold. Das ist halt schon unterschiedlich. Ja. Ne? Ja, interessant, sehr interessant. So, aber ganz wichtig, neues Album am 19.04. gibt es das beim Record-Dealer eures Vertrauens. Ja. Zusätzliche Infos, ich wiederhole mich, unten in der Videobeschreibung. Da gibt es auch einen welchen Link reinlege, wo ihr es dann auch irgendwie bestellen könnt. Ja, aber so einfach finde ich das gar nicht über das neue Album The Empyrean. Wie spricht man das aus? The Empyrean Equation of the Long Last. Equation of the Long Last. Okay. Dankeschön. Ich finde nämlich so einfach, kann man über das Album nicht sprechen, weil 2023 All My Shadows. Und da habe ich ja eben schon was angeschnitten, da sehe ich ja, das habe ich dann sehr schnell, erst habe ich mich gewundert über diese Veröffentlichung, überhaupt was zu machen. Ja. Haben die Langeweile, okay, nach Corona habe ich mir dann auch schon vielleicht gedacht und so weiter, lass uns mal irgendwas machen. Und dann waren ja doch drei Wanderlass-Mitglieder dabei, das fand ich sehr viel, ja mit Andreas Schlagzeug, Stefan Gitarre und du. Ja. Und da höre ich ja diese alte Verbindung, die ich schon erwähne, ich nenne sie einfach mal die George Lynch-Riffs. Ja. Die würde ich da drin, da kommt Wandblass her, da kommt der Stefan als Gitarrist her. Ja, und ist eigentlich All My Shadows die Brücke zu Wandblass 2024? Weil aus meiner Sicht die vorhergehenden vier Alben, also Chronicles of the Immortals 14-15, Teil 1, Teil 2 und The Ghost Experience 2019 und 2020, waren meiner Ansicht nach um einiges opulenter weitergefasst, während beim neuen Album eigentlich das wirkt schlanker und passt eher dann schon wieder auf die Alben da davor, Christ-O und Clockwork. Ja. Daher denke ich, dass eventuell All My Shadows sein musste sogar. Oder lege ich da jetzt zu viel rein? Nee, also gut, wir machen uns natürlich nicht so viel Gedanken. Dafür bin ich da. Genau. Aber du kannst da recht haben. Das ist natürlich ist ein Brückenschlag, wenn man jetzt ein neues Album hört, das ist ein Brückenschlag zu unseren älteren Sachen. Die Color Tramp Temple würde ich jetzt mal ausklammern. Ja, das war noch zu sehr EOA, aber wenn du Such und Find Phase. Ja. Wenn du der The God Thing, dann eben Far of Grace und Beyond Daylight, diese drei Alben, diese Phase kann man da in neuen Alben wieder entdecken. Und wie du sagst, es ist schlanker. Und hat trotzdem meines Erachtens von der Opulenz nichts verloren, von der Hymnik. Wir haben einfach versucht, in dem Moment, wo wir mit All My Shadows diese Zeitreise gemacht haben, haben wir gemerkt, wo liegen unsere Wurzeln, was gefällt uns und was ist mit den heutigen Möglichkeiten im Studio auch groß zu gestalten, also groß zu produzieren, auch vom Sound. Und da waren wir ganz überrascht, dass in All My Shadows eigentlich so wenig drinsteckt an Füllmaterial, und es trotzdem bombastisch und groß und hymnisch klingt, dass wir uns das eben auch mit Pfandenblas gebaut haben. Das ist immer so ein Ding, wenn du irgendwann mal so im Fahrwasser bist und denkst, ach, die Geigen und dann noch Streicher und plötzlich ein ganzes Orchester und dann hast du noch, wie du sagst, diese Opulenz immer mehr. Und irgendwann wird es süß, es wird plötzlich, obwohl es was Spezielles ist, wird es beliebig
Und natürlich muss man auch sagen, der Günter Werner, das ist sein Faible, das kann er auch super gut, ne? Orchester arrangieren. Aber in dem Moment, als er ausgestiegen ist und wir sowieso dieses Gefühl hatten, wieder soundmäßig ein bisschen mehr back to the roots zu gehen, da haben wir natürlich diese Chance dann auch genutzt. Das war für uns dann in dem Fall auch ein Glücksgriff. Mhm. Und natürlich auch ein Glücksgriff in dem Menschen, den wir anstatt Günter gefunden haben, der jetzt bei uns fest in der Band ist. Mhm. Ich habe mir für mich so geschrieben, diese geordnete Klarheit will ich beim neuen Album raushören. Ja. Ich hatte nämlich, das ist mir dann jetzt, also natürlich, wenn so ein Interview, bereite ich mich vor, das heißt für mich dann auch, erstmal auch so die Fragen stellen, die ich als Altfan sowieso habe. Und natürlich, dann höre ich mir auch nochmal so die Vorgängeralben nochmal so intensiver an. Und ich habe dann festgestellt, dass ich mich dann bei einem Bettkatalog mit den vier letzten Platten schwer getan hatte. Ja. Schwerer. Und diesmal, ich höre mir das an. Ihr habt ja den Promo-Link dankenswerterweise geschickt bekommen, konnte mir das dann anhören. Und habe dann, wow, hier bin ich ja sofort dabei. Mhm. Da ist ich habe das dann geordnete Klarheit genannt. Ich habe es hier falsch geschrieben gerade, aber egal, ich weiß ja, was ich meine. Nee, das ist, in den Arrangements irgendwie so. Vielleicht muss ich auch das nochmal erklären. Rock, Metal, Progressivrock ist bei mir eher so nebenbei. Ich tue manchmal Dreamseater sehr kritisieren, weil und noch eine Note dran. Ja, ja, ja. Und da bin ich beim Hören manchmal sehr schnell erschöpft und bei dem neuen Album war ich nicht erschöpft. Ja, das ist gut zu hören, weil das ist jetzt für uns auch, was ist das Ding? Ich habe mindestens 300 Stunden im Studio damit verbracht. Auch ich bin derjenige, der am längsten von der Band dann am Schluss noch mit dabei ist, bis das Ding spruchreif ist, bis es rausgeht zur Plattenfirma. Ich bin der mit übergibt, wenn du so willst. Mhm. Und irgendwann kann man es auch gar nicht mehr genau einschätzen. Das glaube ich, ja. Und deshalb sind jetzt diese ersten Momente, wo wir auch mit Presse sprechen und teilweise der eine oder andere erlesene Fan auch schon ein bisschen mehr gehört hat, sind wir natürlich super glücklich, dass das so gut ankommt. Und das ist eigentlich genau das macht das Album, was wir wollten. Mhm. Ja, also wir haben das nicht konzipiert so, das kam aus uns. Wir haben dann selbst bemerkt, in welche Richtung geht's. Ja, mit dieser geordneten Klarheit kann ich komplett unterschreiben. Und dann ist es einfach so, dass du dann irgendwo froh bist, wenn das auch so ankommt. Wenn es genauso sich anfühlt draußen. Ja? Mhm. Und wenn das jetzt letzten Endes, ich meine, es kann ja sein, dass dann nur so ein paar Oldschool-Fans das gut finden. Aber letzten Endes, wir verdienen damit sowieso keine Millionen. Und wir machen Musik immer noch aus Spaß. Wir sind teilweise auch noch große Fans von anderer Musik. Mhm. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir uns diese Unabhängigkeit der Plattenfirma auch gegenüber behalten haben. Von Anfang an hat keine einzige Plattenfirma, wie viele Alben haben wir? Elf habe ich mir sogar irgendwo aufgeschrieben. Wir mussten niemals, keiner Plattenfirma, und wir waren bestimmt schon bei vier oder ja vier mindestens, SPV, Intercord, Frontiers, Inside Out, ja also vier. Inside Out, ja. So, ne? Und wir mussten nie beim Labelchef irgendetwas im Vorfeld mal vorlegen, dass die gesagt haben, lass mal erst reinhören, was wir da jetzt einkaufen. Ja, oder sagen wir mindestens zwei, drei Songs. Nie. Und das ist natürlich ein riesen Glück, eine riesen Chance für uns. Da wir können uns treu bleiben, können genau das machen, was wir wollen. Und diese Unabhängigkeit wollen wir uns halt auch behalten, solange es geht. Trotz Promo-Link und Infos habe ich nicht gefunden oder habe es überlesen. Wer hat eigentlich produziert? War wieder der Markus Deske? Also produzieren, oder, das wissen ja viele nicht. Produzieren tun tatsächlich wir. Ne? Okay. Stefan und ich, wenn das praktisch ins Studio geht, Stefan produziert im Grunde die Songs vor, dann kommen die Gesangslinien dazu. Diese Vorproduktion ist schon relativ nah an dem, wie es dann klingt. Im Studio willst du es natürlich dann opulenter und noch geiler, andere Gitarrensounds, da probiert man das eine oder andere aus, aber die Ideen kommen alle aus uns. Und Markus ist halt so ein guter Freund, er kann das umsetzen. Also das ist teilweise ein nonverbales Arbeiten seit über 20 Jahren. Also ihr habt jetzt bei dem aktuellen Album mit ihm... Ja, im Basement-Studio. Aufgenommen dort. Ne? Okay, gut. Und dann gibt er natürlich seinen Input, den wir auch sehr schätzen. Und dann kriegt er, weil er natürlich auch diese Extra-Wege geht, kriegt er seine Production-Credits, dass man sagt,
co-produced bei Markus Teske, weil er wirklich großen Anteil hat daran, dass das Ding am Schluss so klingt. Fast eigentlich auf jeder Platte irgendwie. Ja. Irgendwie ja. Anfangs noch mit dem Kohl irgendwas, Rocco oder irgend so. Robert Kohlmeier, genau. Ja. Aber der Markus Teske mit Basement Studio ist schon sehr lange dabei. Ja, und dann waren wir noch beim Dennis Ward. Mhm. Ah ja, Pinkelum 69. Genau, und Magnum. Ja. Oder hat er gespielt? Ja. Das weiß man jetzt nicht, wie das weitergeht, genau. Ja, und auf jeden Fall, ab dem Moment waren wir dann eben bei Markus Teske in Strinz Trinitatis. Strinz Trinitatis, ey. Ja, Markus Teske ist jemand, der hat in Wiesbaden in einem kleinen Studio, Saalgasse, glaube ich, irgendwie angefangen und ist hier im Rhein-Main-Gebiet, ja, wirklich ein Name, der dann außerhalb der großen Stadt da auf dem Land ein Studio hat und da waren schon einige auch mit Saga zusammengearbeitet und so Scherze. Aber ich musste es jetzt einfach fragen. New Roses vor allem. Ja, New Roses, stimmt. Hallo New Roses, Grüße gehen raus, Grüße auch an den Markus. Falls ihr das hier irgendwie sehen sollte. Ne? Nee, das muss ich jetzt unbedingt fragen, weil immer das mit den Produktionen für mich ja auch so ein Thema ist, wo ich irgendwie drauf höre, weil mir dann manche Produktionen nicht gefallen heutzutage. Und deswegen, habe ich nichts gefunden, muss ich mal fragen. Ja, und das ist das, ich habe auch dieses, ich habe festgestellt, als ich das neue Album hörte, und da habe ich festgestellt, dass ich länger kein Vandenblass intensiv gehört hatte. Mhm. Ja. So, und dann ist für mich auch als Konsument All My Shadows eigentlich eine wunderbare Brücke zum neuen Album eigentlich wieder so ein bisschen zurückzufinden zu Vandenblass, weil ich da auch mal ich jetzt festgestellt habe, das war irgendwie zu, manchmal vielleicht zu viel. Aber das ist ja dann auch alles Geschmackssache. So, ihr habt ja auch hast jetzt auch schon erwähnt, einen Besetzungswechsel gehabt, was natürlich nach über 30 Jahren immer erstmal ein Raunen, früher hat man gesagt, durch den Blätterwald gibt und so weiter. Ja. Ich habe da so für mich auch immer erstmal gedacht, naja, nach 30 Jahren geht man mal aus welchen Gründen auch immer, immer mal getrennte Wege. Natürlich gab es dann auch gleich einen Aufschrei und ich war da mit am lautesten hier im Haus, als dann quasi Alessandro Del Vecchio von, ist ja eigentlich ein Haus- und Hof-Mitarbeiter von Frontiers Records und jetzt muss ich natürlich, alle die hier öfters zuschauen, weil ich ja öfters auch mal Frontiers Records kritisiere für diese Veröffentlichungsflut und mit diesen Produzenten, war ich natürlich im ersten Moment, übernimmt da jetzt jemand was? Muss ich jetzt Angst haben? Nein. Aber ich glaube es nicht. Nee, überhaupt gar nicht. Nee. Also was viele halt, die kennen den Alessandro Del Vecchio, kennen sie halt daher von Frontiers und weil er bei ganz vielen Kombos mitschreibt und so weiter und so fort. Das Konzept von Frontiers war jahrelang auch so, neue Bands aufzubauen. Aus dieser Supergruppe den, aus dieser Supergruppe so. Und dann machen wir jetzt im Grunde, weil ich sag mal, der Serafino, der Kopf von Frontiers, ist ein absoluter Journey-Fan. Und ich habe manchmal das Gefühl, er wird am liebsten jede Platte klingen lassen wie die beste Journey-Platte. Das ist so sein großer Traum. Ne? Ja, ja. Und das ist natürlich irgendwann, kann sich das totlaufen. Ich glaube, die haben es selbst gemerkt. Ja. Es geht auch, der Weg geht da zurück. Die arbeiten auch mit neuem Promo-Team. Sie machen wesentlich weniger Veröffentlichungen, nur noch die Hälfte ab diesem Jahr. Und als wir den Alessandro gefragt haben, da können wir nachher dazu kommen, wie das dazu kam, das ist muss ein bisschen ausholen, war uns natürlich klar, wenn wir mit ihm arbeiten, dann muss es so sein, dass es nicht eine Exklusivität für Vandenblass gibt, aber auf jeden Fall eine Greifbarkeit. Wir wollten keinen Hired Gun, wir wollten unbedingt einen festen neuen Keyboarder, das war für uns ganz wichtig, der auch mitkomponiert, der im Grunde das übernimmt, diesen Platz, den Günther freigelassen hat. Also die neue Platte ist jetzt nur von Stefan und mir komponiert. Mhm. Ich finde trotzdem, dass es sehr, sehr breit gefächert ist, aber für die nächsten Alben, jetzt mit neuem Keyboarder, erwarten wir das auch, dass da ein, zwei großartige Songs von dort kommen, einfach, dass es sich da auch nicht totläuft, sondern dass man da breit aufgestellt ist. Und das Interessante war halt, erstens, also es gab zwei Kriterien, hast du überhaupt Zeit für uns, weil du machst so viel, du bist Haus- und Hofproduzent, du hast noch so viele andere Projekte am Start, wo du immer wieder spielst, wir brauchen dich aber auch zeitweise ganz exklusiv für uns. Und vor allen Dingen die Abfrage, und das muss ich persönlich gar nicht mehr fragen, weil dann reicht es jetzt 3 Jahre gleich zurück, wenn ich das nochmal erzähle. Ich wusste von ihm, dass er eigentlich ein heimlicher
also ein Progressivherz hat. Mhm. Und diese AOR-Geschichte, im Grund ist er reingerutscht, weil er ein so großartiger Musiker ist, dass er einfach alles kann. Mhm. Ja? Also der kann dir Jazz spielen, der kann dir Progressivrock spielen, die Oldschool-Sachen, und er kann dir aber auch eine tolle AOR-Platte produzieren. Mhm. Der ist ein toller Gitarrist, der ist ein super Sänger, noch ein genialerer Keyboarder. Also das ist so ein Allrounder. Und den haben sich natürlich Frontiers damals geschnappt und haben gesagt, unsere Vision ist, neue Bands aufzubauen, eine Flut rauszuhauen. Das war damals die große Idee von ihnen. Und da war er genau der Mensch, der auch so ein Workaholic ist, dem war nichts zu viel. Der hat halt so wahnsinnig produziert. Ja. Das war genau der Richtige. Und für ihn war es letzten Endes richtig, weil er hat dadurch natürlich eine unglaubliche Erfahrung sammeln können. Was für uns dann wieder als Musiker oder als Band wichtig ist, dass wir einen so erfahrenen, erlesenen Menschen mit dabei haben, dessen Herz aber eigentlich für die Rockmusik schlägt. Und das haben wir dann eben rausgefiltert. Er hat die Color Temple, er hat alle Platten gehabt, nicht im Nachhinein, als wir ihn gefragt haben, sondern er sagt, ich bin Fan der ersten Stunde, und damals, als wir in Mailand gespielt haben, ich konnte mich sogar noch daran erinnern, hat er mir gesagt, es war ein kleiner Club, es war nicht das Aquatico, wo ich am Anfang dachte, dass es dort gewesen wäre. Es war ein kleiner Club in Mailand, und dann stand er, da war noch so ein Pfeiler im Saal. Ja, so, es sah aus wie eine Eisdiele irgendwo, und da stand er in der ersten Reihe. Das hat er mir damals gesagt, und habe ich gesagt. Erinnere mich an so einen Club, ja? Ja. Da mal gewesen sein mit The Gathering oder sowas. Ja. Der Pfeiler war es. Ja, ich bin da nicht drauf gemacht oder was, ne? Ja. Also auf jeden Fall, der war Feuer in Flamme, hat sich zwei Wochen Zeit erbeten und hat das alles neu sondiert, hat uns auch gar nicht erzählt, was jetzt vor kurzem dann rauskam, hat gesagt, also ich bin für euch da, macht euch keine Sorgen. Und nachdem eigentlich mit ihm seit einem halben Jahr alles klar war und er im Studio das alles eingespielt hat, kam jetzt die Meldung, ohne dass er es bei uns angekündigt hat in der Band, dass er sich als Hausenhof-Produzent bei Frontiers zurückzieht und dass er sich komplett nur noch auf Edge of Forever, seine Band, Fandenplas, Jorn, weil es ein guter Freund ist, und noch irgendwie Hardline, da arbeitet er mit diesem Sänger, diesem Italiener zusammen, der auch bei Axel Rudi Pell singt. Ja, genau, Gioli oder genau, Johnny. Ja, Johnny. Ja, sensationeller Sänger. Ja, Superman. Ja, absolut. Und das sind so seine vier Eckpfeiler. Und jetzt ist er musikalischer Leiter bei Rock Meets Classics. Also, und Matt Sinner das? Ja, oder ja, ist es? Ja, aber der Matt ist, glaube ich, dieses Jahr gar nicht dabei. Ah, okay. Ja, und aber der Bayroth ist diesmal dabei. Am 19. Veröffentlichung unserer Platte spielen die in der Festhalle in Frankfurt. Ah, ja. Da bin ich natürlich auch dort. Ah, vor der Bühne oder auf der Bühne? Nee, vor der Bühne und dann hinter der Bühne. Ah, ja. Ich denke auch mal, so ein neuer Mann, also ich will gar nicht großartig wissen, wieso, weshalb, warum, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Wechsel irgendwo auch dem Bandgefüge gut tun kann und dass sich die Wichtigkeit dieses Wechsels sogar erst beim zweiten Album mit ihm zeigen wird. Ja, Weil auch er wird sich einleben müssen. Ja, ja. Und auch wenn er ewig Fan ist von Vandenplas, das ist das eine, aber dann doch dabei sein ist was anderes. Ich glaube, da wird erst so die Wirkung beim nächsten Album kommen. Denke ich auch, ja. Also er hat sich natürlich schon super eingelebt, hat natürlich gewisse Vorgaben, ist klar, weil wir wussten, wie das Album klingen soll und wirken soll, aber hat genug Freiraum gekriegt, um sich da auch auszuleben, eben auch in seinen Sounds, die er angeboten hat. Und das war halt so geil, ohne groß drüber zu reden, kamen plötzlich die Hammond und die alten Moog-Sounds und so. Und wenn Orchestrals, dann halt irgendwie nur ganz spartanisch und ganz gezielt, aber nicht alles mit... Vielleicht sind wir da, wo ich sage, das klingt schlanker, das neue Album, als was ich da die Jahre da davor hatte. Ja. Das könnte vielleicht dann der Punkt sein. Ja. Ihr arbeitet ja trotzdem mit Günther noch an anderen Sachen weiter. Das ist ja, wir haben uns nicht im Streit getrennt. Also ich kann dir gar nicht genau sagen, warum er nicht mehr wollte. Es war nicht, weil ein Streit vorgefallen ist oder irgendwas. Man muss das respektieren, dass tut natürlich einer Gesellschaft, war ja Fandenplas, oder ist es nach wie vor, tut zu einer Gesellschaft nicht gut und das ist natürlich auch mit Schwierigkeiten behaftet, muss man ehrlicherweise sagen, eine Gesellschaft in der Form aufzulösen, erstmal, ne? Von 4 Mann auf 3, wir hatten vorher den Thorsten schon mal ausgegliedert, wobei er dabei ist, und bei Günther war es so, er wollte eben sich auf andere Dinge konzentrieren. Ich denke, er will ein bisschen mehr noch in Richtung Theater, wir haben ja
viel am Theater gemacht. Mhm. Ich mache das auch gern. Ich liebe das auch, die Band auch. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich mich immer für Pfand und Blass, für das Traditionelle, also für die Band entscheiden. Und bei Günther ist es so, er liebt es auch, dieses klassische Arrangieren und das Theatermetier. Und ich bin manchmal froh, wenn ich aus dem Theater raus bin. Und ich glaube, er mag das einfach. Und so hat er sich in die Richtung entwickelt. Und wir als Band haben immer noch unser Herz schlägt immer noch für den Ursprung. Weil Theater hat sich nur ergeben aus Pfand und Blass. Ne? Okay. Also ihr seid mehr Rock'n'Roll und er ist mehr Katja Epstein Theater. Nee, also schon auch Rocktheater. Das ja, klar. Jetzt nicht unterstellen. Also aber trotzdem, wie du sagst, es ist dann vielleicht auch gut und da muss man auch den Respekt haben, ohne großartig Worte drumherum zu machen. Er wollte nicht mehr. Ja, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Weil wenn du dann merkst, dass jemand vielleicht keine Lust mehr hat, das wirst du dann hören. Ja. Ganz genau. Und das so weit wollten wir es nicht kommen lassen. Und dann haben wir sofort, also wir haben auch nicht eine Sekunde gezögert. Günther kam, das war in einem Moment ausgesprochen und in dem Moment lagen auch schon die Austrittspapiere vor. Er hat es alles von langer Hand vorbereitet, hat sich sicherlich viele Gedanken drüber gemacht und ich musste mir gar keine Gedanken machen, weil ich finde, jemand, wo weg will, den soll man nicht halten. Das ist genau wie bei einer Beziehung. Und die besten Beziehungen danach sind immer dann, wenn man sich nicht im Streit trennt, sondern sagt, okay, es funktioniert mehr, es passt einfach in der Form nicht mehr. Aber auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Wie gesagt, es ist kein Streit und wenn da Theaterproduktionen sind, auch mit Stücken, die wir gemeinsam geschrieben haben, oder wie jetzt demnächst ein Historienfestspiel in Amberg, da machen wir das zusammen, ne? Und ziehen da auch gemeinsam an einem Strang. Vielleicht ist das sogar eine Win-Win-Situation. Der eine trifft die Entscheidung, dadurch ergibt sich was Neues, beide haben dadurch positive Vibes und können dann auf anderer Basis immer noch weiterarbeiten oder sowas. Also ich merke, das mit Alessandro hat uns persönlich einen unheimlich frischen Wind reingebracht. Auch in unser Gedankengefüge. Wie geht's weiter? Endlich wieder Tour. Eine Tour zu planen, ja, irgendwo. Das fällt uns jetzt irgendwie viel leichter wie vorher. Wir wollen jetzt ein Stück Abstand vom Theater und wollen mit der Band auf Tour, mit der neuen Platte auf jeden Fall. Das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben uns vorhin im Vorgespräch schon mal so kurz darüber unterhalten. Ich habe mir nämlich auch mal hier was aufgeschrieben. Pfand und Blass hatten nie den typischen Album-Tour-Rhythmus. Nee. Rückblickend gut so? Ja, also man muss einfach sagen, natürlich die Fans, die das Theater nicht so mögen, gibt es ja eigentlich mehr. Also wir haben natürlich Theaterfans, aber die hören jetzt nicht unbedingt unsere Musik mit Pfand und Blass. Mhm. Es gibt immer Meckerer, die sagen, ich hätte die Band lieber öfters als Rockband auf der Bühne gesehen. Letzten Endes, ohne das Theater, wären wir nicht die Musiker geworden, die wir jetzt sind. Mhm. Somit muss man einfach auch sagen, wie du jetzt sagst, ist dann der Konsens daraus, es war gut so, dass wir das so gemacht haben. Weil sonst könnten wir hätten dieses Album, das jetzt entstanden ist, wo uns vielleicht viele auch gar nicht mehr zugetraut haben, weil sie sagen, es ist das Theater Pfand und Blass geworden irgendwo. Das konnten wir aber auch nur schreiben aufgrund von unseren Erfahrungswerten. Also wir sind jetzt dort, weil wir alles das erlebt haben. Mhm. Und das ist jetzt praktisch das Ergebnis. Ich finde es auch, also da steckt genug Metall drin. Ja. Also das ist kein Schmuserock. Ich finde ja immer interessant, dieses ganze Orchester-Ding und hinten und vorne. Ja. Ich stelle mir das ja schon irgendwie vor, da habe ich die, mal ganz klischeehaft, die Hardrock-Metall-Musiker, die auf die Orchestermusiker treffen. Mhm. Das ist doch irgendwie, also das heißt jetzt nicht, dass die einen den anderen nicht mögen oder sonst was, aber das ist doch was anderes in der Herangehensweise. Ich stelle mir den Rockmusiker so ein bisschen spontaner vor, als den Orchestermusiker, der an seinen Noten hängt. Ja, und zwar, aber das Spontane gibt es ja leider im Theater gar nicht. Ja, ja. Ne? Das muss ja alles von, die Partituren sind alle festgelegt und da ist der Rockmusiker auf der Bühne ist genauso an seine Partitur gebunden wie der Orchestermusiker. Vielleicht ist der Orchestermusiker der virtuosere, erste Geiger, keine Ahnung. Aber das ist alles schon ziemlich fix mit den Noten. Und das ist halt auch so ein Stück weit, was ich auf der anderen Seite liebe, weil da haben wir natürlich auch eine gewisse Stringenz.
als Band erlebt. Ja? Weil morgens, wenn um 10 Probe ist, bist du um 21:15, ja, wenn wir teilweise mit der Band geprobt haben, wurde, ne, da war irgendwann der Letzte um 11 da. Weißt, ich gehe nur mal Kasse Bier holen an der Tankstelle. Wir haben also auch viel erzieherische Maßnahmen dort genossen und das hat uns, okay, als Band auch weitergebracht. Das, ja, so denke ich mir das. Also, dass da auch viel für, dass ich da auch viel lernen konnte und ja, die auch für diese Orchestermusiker, die sogar vielleicht eine Welt geöffnet hat, in die sie vorher nicht reinschauen konnten. Absolut. Und das, dieser Respekt ist groß. Also von unserer Seite sowieso, weil so ein Orchester, das ist schon was Besonderes, wenn du als Rockmusiker mit dem Orchester musizieren darfst, überhaupt schon mal. Ne? Da musst du ja schon mal gewisses Können muss schon vorhanden sein, damit man das überhaupt über die Bühne bringt, dem Zuschauer zu Gehör. Und aber auch umgekehrt habe ich immer gemerkt, dass vielleicht bei dem einen oder anderen so ein bisschen Vorbehalte waren. Nach der zweiten, dritten Probe schon, wo sie gesehen haben, was die Jungs können ja, und was wir machen, war das tatsächlich also ein gegenseitiges Wertschätzen. Mhm. Immer, egal wo wir waren. Ja. Bis heute, also selbst unsere erste Produktion mit großem Orchester, Jesus Christ Superstar, 92 und 93 am Staatstheater in Saarbrücken. Der Scott Lawton, der jetzt die Babelsberger dirigiert, der schreibt mir heute noch. Das ist für ihn immer noch ein Highlight gewesen. Und da muss man sagen, mein Gott, wo der jetzt gelandet ist. Ne? Also, ja, man muss sich mal alte Deep Purple Konzert für Group and Orchestra von 69 oder wann das war, 70 anschauen. Ja. Und ich meine auch mal gelesen zu haben, dass das die fast angebietet hat, mit diesen Langhaarischen zusammenzuspielen. Ja, ja. Also man sieht da auch in den Gesichtern bei diesen alten Aufnahmen, hupsala. Ja, da hat sich viel geändert. Ja, da hat sich natürlich ein, klar. Das haben wir übrigens auch zur Aufführung gebracht. Ach ja, das wusste ich gar nicht. In der Fruchthalle in Kaiserslautern mit dem großen Sinfonieorchester aus Kaiserslautern. Ach, ja. Schade, wenn ich das gewusst hätte. Das war ziemlich gut, ja. Man ist natürlich immer, wenn man eine Band erklären will, greift man natürlich immer an Beispiel. Man macht Schubladen auf, sie gehören mehr da rein und hinten vorne und jede Band wird dann, die klingen wie AC/DC, die klingen wie Iron Maiden. Und bei Wandblas ist es ja auch immer so, dieser Stempel mit den Heiligen für viele Dream Theater. Mhm. Ich habe dann aber immer mal so das Gefühl, irgendwie nervt sowas nicht auch mal? Oder ist es dann ein Lob, dass man in einem Namen, in einem Satz mit Dream Theater genannt wird? Weiß ich nicht. Also ja, es ist eher ein Lob als ein Tadel, sagen wir so. Ne? Weil viele, die uns gesehen haben mit ihnen, die haben die Konzerte sehr genossen und haben uns immer noch in guter Erinnerung. Und manche sagen sogar, wir wären besser gewesen wie die, ist vollkommener Quatsch, weil damals waren wir einfach nicht gut genug. Wir haben diese 50 Minuten, die wir zur Verfügung hatten, die haben wir gut genutzt und haben uns gut verkauft. Zeige nie das, was du nicht kannst. Das haben wir beherzigt. Irgendwie hat ein schlauer Mann das mal gesagt. Waren gut vorbereitet. Diese 50 Minuten konnten wir gewissermaßen ein Stück weit Paroli bieten. Und die haben uns nie als Konkurrenz gesehen, sondern es war immer ein freundschaftliches Miteinander. Wenn die gewollt hätten, dann hätten sie uns gedisst. Das sind aber ganz nette Menschen. Und dann hätten wir wahrscheinlich vorne dran sogar alt ausgesehen, weil das hätten wir vielleicht damals nervlich gar nicht durchgestanden. Okay. Das war ein super Miteinander. Und ich verstehe das auch ein Stück weit, dass dieser Vergleich da ist. Aber ich muss sagen, wir sind dann doch schon so selbstbewusst, dass wir sagen, diese Musik kann man nicht vergleichen. Mhm. Also nicht ernsthaft. Wenn man die Partituren nebeneinander legt, hat das wenig miteinander zu tun. Okay. Ja, die sind viel vielfältiger. Das muss ja nicht immer besser sein fürs Gehör. Aber die sind viel vielfältiger und wir sind stringenter. Auch auf den Platten, die du erwähnt hast, die nicht so schlank waren, sind wir noch stringenter als die. Und was ich sagen muss, das Einzige, wo uns Dream Theater tatsächlich beeinflusst hat und wahrscheinlich auch dadurch ein Stück weit Fantenblass geformt hat, das war, wir haben die Color Temple rausgebracht. Damals hatten wir noch nicht diese Skills, habe ich es jetzt genannt, um eigentlich das, was wir wollten danach, was wir auf der God-Thing dann praktisch bis zum Exzess ausgelebt haben, die hatten wir damals noch nicht gehabt. Und haben diese aber erlernt im Theater relativ schnell, wenn du ein guter Musiker bist und das siehst, was alles geht. Und dann kamen die Images and Words. Und das war eigentlich das Umdenken. Nicht denen jetzt nachzueifern in der Musik, was sie machen, aber sich mehr trauen zu dürfen. Dass man sich plötzlich als Rockmusiker, als Rockband wieder was trauen darf. Ja, also wirklich exzessive Sachen irgendwo. Ne? Ja, verstehe. Und das hat uns so ein bisschen beflügelt, wo wir gesagt haben, okay, dafür waren sie für uns das Vorbild, um dann unsere Musik, so wie wir sie gehört haben, uns
getraut haben, dann letzten Endes auch so umzusetzen. Vorher war immer so diese Hemmschwelle. Wie weit können wir gehen? Ja, wir würden gerne weitergehen. Ganz genau. Und die haben diese Tür für euch mitgeöffnet. Ganz genau. Ja. Ja, man muss ja auch mal bedenken, die musikalische, und davor war ja, also Image and Words, davor gab es so Nirvana und so ein Krempel, das war ja wieder alles sehr reduziert. Ja, ja. Und jetzt kommt dann sowas Opulentes wie Dream Theater an, das ist natürlich klar. Verstehe. Ja. Interessant. Ich habe damals Offenbacher Stadthalle, 97, 98, war der im Vorprogramm von Dream Theater. Da war ich gewesen. Und soweit ich mich erinnern kann, haben sie sich wirklich gut verkauft. Also das will ich wirklich gesagt haben. ja, nochmal auch zum aktuellen Album. Da ist ja das Video My Icarian Flight, Berlin Musik Video Award. Ja. Davon hatte ich ja noch nie was gehört. Ja, das seid ihr. Sind wir schon mal zwei. Mhm. Das ist schon mal gut. Das ist jetzt gerade die Tage als Nominierung. Was ist das? Was kannst du da sagen? Das war ganz eigenartig. Also wir haben das Ding rausgebracht und dann wurden wir offiziell von denen angeschrieben. Dieses Video wäre ihnen positiv aufgefallen und die müssen, also die können nicht irgendwie ein Video, es ist ja in unserem Besitz, die können nicht einfach sagen, wir nehmen dieses Video in unserem Wort auf. Mhm. Sie brauchten die Zustimmung von uns. Und ich sage, oh, wie geil ist denn das? Natürlich, auf sowas wartet die ja immer. Und dann haben wir das abgegeben und dann haben sie uns praktisch vornominiert, die Nominierungen sind noch nicht alle durch, vornominiert für drei Kategorien. Auch für das beste Video, das beste Low-Budget-Video und noch irgendwie das künstlerischste Video. Irgendwo. Mhm. Für diese drei Kategorien. Und nachdem die Jury zum ersten Mal drüber geguckt hat, bevor es jetzt tatsächlich spruchreif wird, ob das Video tatsächlich dann auch in Berlin laufen wird und an der Competition teilnimmt, war es so, dass eine Jury drüber geguckt hat, hat eine Vorauswahl getroffen. Mhm. Wo 90% wegfällt und dann bleibt noch 10% da. Und da sind wir mit dabei. Da haben wir dieses goldene Wasserzeichen von Berlin Music Awards haben wir gekriegt und dieses Honorable Mention mit dieser Palme da drumherum. Und das wurden wir aufgefordert. Das dürfen wir zur Promotion-Zwecken dürfen wir das benutzen. Mhm. Ja, es ist ihnen auch sehr dran gelegen, dass wir das machen und haben eine Einladung gekriegt für 4 Personen, für daran teilzunehmen. Mhm. So. Und jetzt sind wir in 15 Kategorien sind wir nicht drin, aber offen bleibt noch, ob wir nominiert werden für die 16, denn das wäre das beste Video. So. Es ist so oder so, selbst wenn die Nominierung jetzt letzten Endes nicht stattfindet, du bist in der Competition, bist in der Endauswahl und das ist natürlich für uns. Wie beim Oscar, viele feiern schon die Nominierung. Ja, das muss man genauso sehen. Jo, da haben wir schon ziemlich viel zusammen und deswegen machen wir zum Schluss hin, wenn wir jetzt bald zum Schluss kommen, nochmal wieder einen ganz weiten Schritt zurück. Ja, machen wir schon eigentlich. Wir sind hier schon bei 55 Minuten irgendwie so. Warte, ich guck mal da oben, 57, das läuft ein bisschen. Ja, so Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Neroberg Open Air Rainmaker. Was fällt dir da dazu ein? Du Arsch. War, wo es so geregnet hat. Ne? Eine wunderbare Location in Wiesbaden, Open-Air-Location, so Amphitheater-mäßig. Ja. Und da war dann eine Bühne aufgebaut, das war so eine Notbehelfsbühne. Ja. Die Bühne war nicht dafür gedacht, die war dafür gedacht, bei schönem Wetter genutzt werden zu können. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle das Set ihr Rainmaker gespielt habt, das weiß ich nicht mehr. Relativ am Schluss, weil da noch kurz abgebrochen. Genau, ja, das ist dann ziemlich am Schluss. Ja. Und es gab einen Wolkenbruch. Ja. Und du hast barfuß auf dieser, vorsichtig gesagt, benästen Bühne gestanden. So, was ich auch. Und jeder hat einfach nur gesagt, bloß von dieser Bühne weg, damit es kein Strom bringt. Ja, keine Ahnung. Kannst du erinnern? Ja, war mal besoffen, wie gesagt. Und das Geile war, dass der Sturm hat sich ja angekündigt. Ja? Mhm. Wir hatten ja noch damals noch einen Song im Repertoire, der eigene, der ist When the Wind Blows. Und wir hatten genau. Tolles Lied übrigens. Ja, finde ich schon. Auf jeden Fall war es so, damals war die Setliste noch nicht so fix, wie es heute ist. Hast alles durchgeprobt. Und dann war es tatsächlich so, ich sehe, da kommt ein Sturm auf und dann sage ich so, Jungs, ey, wir müssen meinen Wind bloß müssen wir spielen. Ne? Und dann haben wir das natürlich ausgepackt und dann kam der Wind. Da muss ich sagen, war natürlich auch die Leute, die waren da fasziniert. Du warst plötzlich auch in so einem Live-Theater mit dabei.
Und danach hat es dann eben angefangen zu regnen. Dann haben wir den Rainmaker direkt gespielt. Wir wussten schon, es wird jetzt so regnen, da ist nichts mehr drin. Also haben wir den Rainmaker, den wir normalerweise als letzten Titel spielen, in Zugabe, haben wir vorgezogen. Und es war halt genau auch richtig. Und dann hat es geschüttet wie Sau. Und dann haben wir Rainmaker gespielt. Und das ist, also ich glaube, das ist heute noch, ich habe es jetzt lange die Geschichte nicht erzählt und auch nicht erzählt bekommen. Aber das ist heute, glaube ich, noch in vieler Munde. Also im Wiesbadener Raum, Rockclub, Raff-Szene und so weiter. 100%. Ja. Ja, war Wahnsinn. Aber ich erinnere mich noch an eine andere Sache. Ich war dann so nass, dass ich alles ausgezogen habe, bis auf die Unterhose. Das weiß ich. Ich stand auf mit der Unterhose und dann nach der Show habe ich plötzlich in die Leute unten reingeguckt und habe ich gesehen, dass meine Cousine mit der Familie da gestanden hat. Ist das geil, ist das geil. Ich kann mich 2 Jahre nicht kriegen. Ja, Leute, das war völlig rockt, meine Musiktipps zur Apokalypse, Ausgabe 112. Ich bedanke mich recht herzlich beim Andi von Wandenblas. Ja. Das neue Album, 19. April beim Record-Dealer eures Vertrauens. Zusätzliche Infos alle da unten. Und jeder, der Gast an meiner Theke war, bekommt natürlich... Immer wieder der alte Gag beim Blaue Bock, beim Heinz Schenk, gab es früher einen Bempel. Hier gibt es eine völle Rockt-Kaffeetasse. Ich habe sogar noch einen alten Aufkleber, demnächst mache ich endlich mal eine neue. Die kannst du dann als Souvenir dann demnächst einen Kaffee trinken. Andi, letzte Worte. Ja. Nicht zum Ableben, sondern zum neuen Album an die Fans, also, irgendwas. Hört euch das Ding wenigstens an. Am besten kauft es, hilft der Band am meisten. Ja. Muss man wirklich sagen. Aber auch hören, verbreiten, wenn es euch gut gefällt. Erzählt es euren Freunden, so wie das früher war, als ich noch jung war. Wir sind da hingegangen, haben gesagt, es gibt ein neues Album von der Band. Es hilft uns, ja, wenn es euch gefällt, hilft es der Band, einfach auch weiterzumachen, weiterhin unabhängig zu bleiben, damit eben genügend verkauft wird. Nicht, dass wir uns den nächsten Ferrari kaufen können, sondern dass die Plattenfirma weiterhin dran glaubt und uns diese Vorschüsse bezahlt, dass wir weiterhin gute und gut klingende Alben produzieren dürfen. Insofern hoffe ich, dass euch das neue Album gefällt und dass wir uns irgendwann auf Tour sehen. Wir planen jetzt schon weit voraus, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres sind wir auf jeden Fall in Europa auf Tour. Du hast gesagt, nächsten Ferrari, das heißt, du hast schon einen. Also das klären wir dann beim nächsten Mal. Also Leute, danke, dass ihr da seid. Das war völlig rock. Meine Musiktipps zur Apokalypse. Ausgabe 112. Wir sehen uns wieder. Teilt die Folge mit Hashtag völlig rockt. Kauft Wandenblas. See you und tschüss. Tschüss.